Hey. Also los Jungs, setzen wir diese Änderungen um.
hinteren Ende des Feldes auf dem 17. Platz. Platz 17. In dieser Session musst du nicht alles geben. Wir sollten schnell genug sein, um uns problemlos zu qualifizieren. Auf dem Entwicklungsbildschirm findest du Informationen zu den verschiedenen... Wir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden. Alles ist bereit. Auf geht's! Auf die weiße Linie. Riskier keine Strafe. Noch 3 Minuten. Noch 2 Minuten in dieser Session und wir stehen noch unter dem Strich. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst ist das Qualifying vorbei für uns.
Du hast Q2 erreicht. Also los, Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Im Moment sind viele Autos draußen. Wir warten besser, bis es etwas leerer wird. Fertig. Beim Rausfahren an die weiße Linie, sonst kriegst du eine Strafe. Noch 5 Minuten bleiben in dieser Session.
zwei Minuten. Damit rückst du auf Platz 13 vor. In dieser Session. Leider wird das neue Teil nicht rechtzeitig zu diesem Rennen fertig. Die Jungs wollen es noch weiter überarbeiten.
Im übernächsten Rennen solltest du es dann nutzen können. Auf geht's! Okay, das Qualifying lief besser als gedacht. Vielleicht kannst du jetzt im Rennen davon profitieren.
verwenden. DRS ist aktiviert. Sekunde. Er wird beim Überholversuch DRS nutzen. Klasse, das war eine neue schnellste Runde. We'll be right back.
die Lücke zu schließen. Versucht, Benzin zu sparen.
vergrößern. Dein Verfolger hat weniger als eine Sekunde Rückstand und kann die RS nutzen. Nach unseren Schätzungen kommt Vettel in 3 Runden zum Reifenwechsel ein. Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Thank you.
Pass auf, dass du bei der Boxenausfahrt nicht die weiße Linie überfährst, sonst gibt es eine Strafe. Du bist auf harten Reifen, noch ein Boxenstopp. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Sein nächster Stint wird also kürzer. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht,
Benzin zu sparen. Eine Sekunde. Er wird beim Überholversuch DRS nutzen.
Zeit noch, Webber. Er holt dich allmählich ein. Thank you.
jetzt von dir absetzen zu wollen, er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Schätzungen kommt Vettel in 3 Runden zum Reifenwechsel rein.
Vordermann wurden gerade harte Reifen montiert. Der nächste Stint wird länger. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Die Box ist für dich bereit. Komm diese Runde rein. Bist du im Moment vorne dabei. Gut so. Vergiss nicht, an die Box zu kommen. Du hast 7 Sekunden Vorsprung auf das Auto hinter dir. Rausfahren auf den Verkehr. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf.
volle Drehzahl, maximale Leistung. Wir haben ein wenig Sprit übrig. Mal sehen, ob wir ihn in den nächsten Runden nutzen können. Vor dir ist in Sektor 2 langsamer. Versuch ihn zu überholen. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Oh.
richtig gut. Du bist 5 Plätze besser als unsere Wunschposition. Oh.
fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Dein Vordermann hat die Weichen reißend auf. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen. Zu viel Zeit hinter dem Vordermann zu verlieren. Du bist schneller in Sektor 2. Sektor 2. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus.
Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Verkehr auf, sei vorsichtig. Thank you.
wirklich sehr gute Leistung. Das sind 12 Punkte. Du bist immer noch Sechster in der Fahrerwertung.